steht es schon auf dem, der Leinwand. Professor Dr. Volker Jansen, schreiben Sie immer Volker Jansen. Dippel-Ing. Das lassen wir weg. Gut. Wir haben es auf der Internetseite quasi vollständig. Aber wie auch immer, war 20 Jahre in der Industrie tätig, bevor er 2012 zum Professor an die Hochschule der Medien in Stuttgart berufen wurde. Studierte an der Bergischen Universität Wuppertal, promovierte an der Loughborough University in Großbritannien. Er war bei der BASF, wurde für den Konzern mehrere Jahre durch die Welt geschickt, kann man sagen, Malaysia, Großbritannien, für das Photopolymergeschäft. Ab 2006 leitete er die Holding einer Unternehmensgruppe, die im Medienbereich, also Pre-Media, Print und Post-Press, operativ tätig ist und gründete im Jahr 2018 mit seinen Professorenkollegen einen englischsprachigen Bachelorstudiengang Print Media Technologies. Kennengelernt habe ich Professor Dr. Volker Jansen über den Deutschen Fotobuchpreis, den die Hochschule der Medien jetzt seit 2 Jahren, richtig? Seit 2017 quasi übernommen hat und wiederbelebt hat gewissermaßen und weiterführen wird. Genau, da können wir dann im Anschluss vielleicht nochmal drüber sprechen, es sei denn, Sie erwähnen das, werden wir sehen. Aber das ist auch noch eine interessante Sache. Und eventuell, so haben Sie auch in Aussicht gestellt, wenn das Festival nochmal stattfindet, wird es vielleicht dann eine Kooperation geben mit dem Deutschen Fotobuchpreis. Da sprechen wir dann aber zu gegebener Zeit drüber. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir solche Sachen dann auch hier zeigen können. Herzlich willkommen, Volker Jansen, Ihr Podium. Ich hoffe, es läuft gleich alles mit dem Rechner und so, aber das hat bis jetzt gut geklappt. Das wird auch hier laufen. Dankeschön. Vielen Dank. Ist das an? Gut, da können Sie mich hören. Ja, ich bin gefragt worden, ob ich was zur Zukunft des Fotos oder des fotografischen Bildes in den Printmedien sagen kann. Und da gibt es ganz viel zu sagen. Ich möchte mich aber erstmal für die Einladung zum Festival fotografischer Bilder nach Regensburg bedanken. Über den Deutschen Fotobuchpreis können wir nachher vielleicht nochmal sprechen, falls der ein oder andere da Interesse hat, mehr zu erfahren. Ja, während der letzten Jahre, da gab es ja eine ganze Reihe an Tagungen, die sich zum Thema der Rolle der Fotografie in der Zukunft gewidmet haben. Und daher möchte ich heute die Rolle der Fotografie in einer sich wandelnden Medienlandschaft reflektieren. Es wird also ein nicht geisteswissenschaftlicher Vortrag hier. Wir wollen uns also vor allem mit der Zukunft des fotografischen Bildes in den Printmedien beschäftigen. Wir alle wissen, dass die zunehmende Einbeziehung von Diffusionsmedien im Alltag, also die digitalen Medien, die Rolle der Fotografie wesentlich gewandelt hat. Aber die Fotografie, die war ja schon immer einem fortwährenden Wandel ausgesetzt, technologisch, künstlerisch, in der medialen Inszenierung und in der Kommunikation. Ein Aspekt, an dem wir den schrittweise vollziehenden Wandel des Fotografierverhaltens beobachten können, ist die Fotografie als Berufsbild. Die frühen Fotografen, die mussten ihre komplexen Kameraausrüstungen ja nicht nur beherrschen, sie bedurften eines gewissen logistischen Aufwandes. Ja, die Kameras, die waren groß, schwer und die zu belichteten Glasplatten, die waren zusätzliches Gewicht, sodass ein Reisenaufwand bedeutete. So war die Fotografie am Wesentlichen an ein Studio gebunden und die Porträts, die waren damit das wichtigste Genre des 19. Jahrhunderts. Und mit der Einführung des Rollfilms dann entfernte sich die Fotografie immer mehr von dieser klassischen Studiofotografie. Neue Genres wurden entdeckt. Landschafts-, Reportage-, Familien-, Wissenschafts-, Industrie-, Werbefotografie. Nur so ein paar zu nennen. Trotzdem blieb das Fotografieren bis in die 1980er Jahre das Handwerk von Fotografen, die ja nicht nur einen guten Blick für Licht, Formen, Situationen, Landschaft und Menschen haben mussten, aber auch die Techniker waren, die die analogen Kameras bedienten, die Filme und Bilder entwickeln mussten. Wissen Sie noch? Zunächst, da musste man ja den geeigneten Film finden. Es gab lichtempfindliche und weniger lichtempfindlichere, aber dafür höher auflösende Filme. Und der Fotograf, der musste entscheiden, ob er Schwarz-Weiß-Aufnahmen oder Farbbilder produzieren wollte. Und selbst die Marke des Films, die war ja nicht selten Gegenstand der Diskussion. Dann musste der Fotograf die Belichtung messen, die Blende einstellen, er musste die richtige Verschlusszeit einstellen, die Entfernung
musste richtig justiert werden. Ja, und natürlich beachteten Fotografen die vorherrschenden Lichtverhältnisse. Und nicht selten verwendeten sie Farbfilter für die richtigen Effekte, zum Beispiel bei der Schwarz-Weiß-Fotografie, oder sie verwendeten Effektfilter für Farbbilder. Wurden die Bilder dann gedruckt, da wurden die aufwendig manuell retuschiert, Druckfahnen wurden erstellt, die korrigiert wurden, dann wurden fotomechanische Farbauszüge erstellt, Filme belichtet, Druckplatten produziert, ausgefleckt, ja, und dann schließlich konventionell, meistens im Offset-Druck gedruckt. Das war aufwendig, teuer und das Produkt in unterschiedlich hohen Auflagen als Version erhältlich, ein Produkt wie das andere. Feste Genre bildeten sich heraus und die Fotografen spezialisierten sich auf die spezifischen Ansprüche des gewählten Genres. Bis in die 1980er Jahre, da konnten Fotografien nur in gedruckter oder ausbelichteter Form vertrieben werden, als Dias, in Büchern, Katalogen, Broschüren, Zeitschriften, ja, in Journalen, Zeitungen, Büchern, als Poster, als Postkarte und so weiter. Fotoalben, gedruckte Fotobücher, Kataloge aus der Zeit und Diasammlungen, die zeugen davon. Mit der Einführung der vollautomatischen Digitalfotografie ab der 1990er Jahre, dann war eine zunehmende Medienkonvergenz gegeben. Bei der Digitalfotografie, da spielt die verwendete Software zur Kamerasteuerung die entscheidende Rolle, verbinden, aufnehmen, teilen. Die meisten professionellen Kameras sind mit Kreativprogrammen ausgestattet, bieten die Möglichkeit, also auf eine ganze Reihe von Aufnahmeparametern, Kameraeinstellungen Einfluss nehmen zu können, ohne auf die Basisautomatik im Bereich der Blende und Verschlusszeit verzichten zu müssen. Und mit der Automation von Kameraeinstellungen und Bildbearbeitungssoftware, da konnten Kameras und Optik in ihren Dimensionen wesentlich verkleinert und in Smartphones integriert werden. Und damit fusionierte Anfang der Nullerjahre die Fototechnik mit den digitalen Medien. Das Smartphone, das ist ein hybrides Gerät, ein Kommunikation-, Informationstool. Das erstmals komplexe Werkzeug des Fotografen wurde zum Alltagsgegenstand eines jeden befördert. Und diese Entwicklung, die führte zu einer Wandlung der Rolle der Fotografen. Der Fotograf ist kein Fotograf im klassischen Sinne mehr. Er ist eher Bilddesigner, Operator, der sich zwischen Fotografie, Grafik, Video und anderen bildgebundenen Techniken hin und her bewegt. Er ist Bilddesigner, der seine Bildschöpfung mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogramms retuschiert, verändert. Es entstehen Kompositionen, Modifikationen. Jedes Bild wird zur Fiktion. Die Fotografie ist zum Hybrid von bildlicher Kommunikation, Kunst und Dokumentation mutiert. Dieser Hybridisierungsprozess wirkt auf mehreren Niveaus. Die Figur des Fotografen, die vermischt sich immer mehr mit derjenigen eines Experten für Software, Bedienung, Kommunikation, Design und Kunst. Und damit werden die klassischen Genres regelrecht aufgehoben. Familien, Wissenschafts-, Industrie-, Werbefotografie, die fließen nahezu unterschiedslos im Kunstdiskurs zusammen, verlieren ihre ursprüngliche Funktion. Das fotografische Hybrid, das Smartphone oder das Tablet, dienen jetzt als Werkzeug, als Kamera, Telefon, Computer, Filmkamera, Schreibwerkzeug, Kommunikationstool, Tonaufnahmegerät und Postfach zugleich. Vergessen Sie bitte nicht, jeder Fotograf hat neben seiner vielleicht professionellen Kameraausrüstung, sofern er sie ja noch nutzt, sein Smartphone immer am Mann. Der moderne Bildautor, der verbirgt sich zunehmend, um alternativen Modellen Platz zu schaffen. Dazu zählen Interaktivität oder Strategien der Anonymität. Die digitale Verfügbarkeit von Bildern im Internet bewirkt einen ungezügelten Bildkonsum. Pinterest, ja, Instagram ist das Ergebnis einer unbegrenzten Verfügbarkeit von Fotografien und Fotomontagen. Wir werden uns auf eine virtuelle Zukunft der Fotografie einstellen müssen. Eine Zukunft durch Software geschönte, bearbeitete Aufnahmen. Und die digitalen Medien, die haben die Fotografie vom Fokusmedium zum Diffusionsmedium transmutiert. Also, Sie machen ein Bild von der Pizza, senden Ihre Aufnahme via WhatsApp an Ihre Freunde und kommentieren den Abend. Das Bild als Kommunikationstool. Niemand muss sich mehr mit der Technik auseinandersetzen. Die Fotoqualität ist besser als je zuvor, die Kamera ist winzig klein und immer verfügbar. Aber es geht noch weiter. Sie haben eine Smartwatch, ein Fitnessarmband oder eine kleine 3D-Kamera installiert, die Sie nutzen, um Ihren Gemütszustand zu messen. Den orten Sie dann im gerade mit dem Smartphone fotografierten Bild zu. Eigentlich tun Sie das gar nicht. Das macht nämlich die KI, die Software. Also, der neue Trend heißt KI, ein selbstlernender Algorithmus. Und was macht die KI? Sie entwickelt Ihnen eine Karte, die Orte anzeigt, an denen Sie gerne waren. Es können eine Karte erzeugt werden mit Bildern, die ein bestimmtes Gefühl teilen oder mit dem man eine bestimmte Gemütslage assoziiert.
Und was geschieht dann mit den Bildern, die wir so irgendwo hochladen im Internet und wiederum eine clevere Software diese Bilder dann analysiert? Heißt es im Klartext, wenn Sie Ihren Hund fotografieren und auf einer sozialen Medienplattform hochladen, laufen Sie Gefahr, Werbung eines Tierfutterherstellers zu erhalten? Und was ist mit der Wegwerflut? Die Fotografie durchläuft also neue Konzepte der Konnektivität und der Verständigung, der Gegenwart und der Vergänglichkeit. Wir erkennen, dass die visuelle Kultur der Gegenwart von extremen, heterogenen, fragmentierten und kurzlebigen Formen durchzogen ist. Dabei gewinnen neue Referenzen eine zunehmende Bedeutung, um die Vielzahl der künstlerisch-fotografischen Praktiken zu thematisieren, die sowohl institutionelle Zusammenhänge wie Museen, Galerien und virtuelle Räume, ja wie zum Beispiel das Internet, füllen. Analogfotografie, ja, wie sie, ist eigentlich wie eines Tages das Fahren von einem Auto mit einem Verbrennungsmotor. Während die Erhältlichkeit von Fotografie früher von der Geschwindigkeit der Entwicklungsmaschine bestimmt war, ist die Fotografie ja dort heute sofort und in unbegrenzter Welt des Internets immer und überall verfügbar. Bleiben dann das gedruckte Buch und die Institution des Museums vor diesem Hintergrund die letzte Festung einer traditionellen Betrachtung der Fotografie? Und welche Konsequenzen hat der fortschreitende Verlust der Materialität der Fotografie? Aber auch das gedruckte Bild ist von gewaltigen Veränderungen betroffen. Das klassische Buch von einem Verlag verlegt, im Buchhandel erworben und zu Hause ins Regal gestellt, das wandelt sich doch geradezu zu einem ganz neuen Produkt. Variabler Datendruck und Printing on Demand, das sind die Zauberwörter. Workflow-Technologien sind das, die individualisierte und personalisierte Bücher mit einer großen Anzahl individuell gewählter Fotografien ermöglichen, die erst dann gedruckt werden, wenn der Kunde online bestellt. Und das bestellte Produkt, das kann in den individuellen Erfordernissen, Themen, Inhalts- oder zielgruppenspezifisch angeglichen werden. Der Kunde entscheidet sich für die Variablen wie Auflagenzahl, Individualisierungsgrad des Inhalts. Das könnte zum Beispiel die Hinterlegung einer Bild- und Textdatenbank sein, aus der der Kunde oder leserspezifische Bild- und Textinhalte nach einer vorgegebenen Profilierung in ein Template geladen werden. Und die Formate und die Umfänge, die Personalisierung oder Individualisierung des Umschlags, die können dann ganz nach Bedarf industriell gefertigt werden. Zum Einsatz kommt der variable Datendruck vor allem im Cross-Media-Publishing. Und dabei können kundenspezifische Marketingkampagnen Online-Medien mit einbinden. Die Postkarte, die könnte dann namensabhängige Fotomutationen aufweisen, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu erhöhen. Kommen wir zu einem Printprodukt zunächst mal, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Das individuelle Fotobuch. Im Übrigen, CEWE produziert 6 Millionen im Jahr davon. Individualisierte Printprodukte, die werden durch das Angebot unterschiedlicher E-Commerce-Lösungen ermöglicht. In spezifischen Webshops, da können Sie dann in wenigen Schritten ein Fotobuch erstellen. Der Webshop und die Druckdienstleister oder die Druckdienstleister, wer auch immer das ist nachher, stellt einen serverbasierten OpenShop ins Netz, auf dem jedermann zugreifen kann. Die wählen dann ein Template, das können sie gegebenenfalls modifizieren und dann ihre Wünsche anpassen oder erweitern. Sie laden die Fotografien hoch, kombinieren ihre Bilder mit Texten und grafischen Gestaltungselementen. Neue Softwarelösungen, da sind dann vor allem die dienen vor allem die große Anzahl an Fotos zu sortieren. Die Software erleichtert dem Fotografen die Auswahl der Bilder, unterstützt ihn beim Sortieren der Fotografien mit unterschiedlichen Auswahlkriterien. Und die fertiggestellte Datei wird als PDF geschrieben, die wird dann im Server des Printproviders hochgeladen. Das Printprodukt wird dann schnell und einfach im Webshop bestellt und bezahlt. Als Ausrichter des Deutschen Fotobuchpreises beobachten wir eine wachsende Ansendung an Büchern der Kategorie Self-Publishing. Diese Kategorie, die hat sich in den letzten 3 Jahren zur erfolgreichsten Kategorie mit den höchsten Wachstumspotenzial entwickelt. Und es sind alles neue, junge Künstler. Und diese rasante Entwicklung, die ist nur aufgrund des digitalen Datendrucks möglich und mit tollen verschiedenen Möglichkeiten und Optionen der Produktgestaltung. Die Vorteile des variablen Datendrucks, ja, die liegen auf der Hand, sie sind offensichtlich. Die Medienanbieter, die garantieren Kundennähe, ja, die Lagerkosten und die Entsorgung über überhöhte Altauflagen entfallen vollständig. Die Ressourcen werden geschont, die Produktion und Logistikkosten und somit, die werden somit wesentlich besser kalkulierbar. Und jeder kann die Fotografien wählen, die er individuell publizieren möchte. Und zwar von jedem einzelnen Exemplar bis hin zu vielen tausend individualisierten oder versionierten Büchern, aber auch Katalogen. Es gibt Beispiele aus der Industrie,
denn nicht alle Fotografen sind künstlerisch, konzeptionell oder dokumentarisch gelagert und publizieren ihre eigenen Bücher oder verlegen ihre Arbeiten mit Hilfe eines Verlegers. Wobei man ja auch sagen muss, dass viele Fotobücher renommierter Künstler subventioniert werden oder die Auflage vom Fotografen gar selbst bezahlt werden muss. Also, die Fotografen, die haben sich auf industriebezogene Inhalte spezialisiert, einige jedenfalls, wie zum Beispiel der Mode, der Produkt- oder der Food-Fotografie. Und diese Fotografen, die arbeiten häufig im Auftrag von Unternehmen. Und die Inhalte der gewünschten Fotografien, die werden ja nicht selten vom Unternehmen vorgegeben. Auch im Geschäftsfeld des Corporate Publishing wird es tiefgreifende Veränderungen geben. Gerne möchte ich Ihnen mal ein konkretes Beispiel aus einem B2B-Geschäftsmodell geben. B2B heißt Business to Business, Firma zu Firma. Ja? Ein Produzent stellt verschiedene Investitionsgüter her, zu denen es jeweils 20 verschiedene Dokumente in 24 Sprachen zu je 110 unternehmensspezifischen Fotografien und Texten gibt. Das macht zusammen 4.320 Dokumentationen mit, sagen wir, 18.340 unterschiedlichen Fotografien. Die Fotografien, die werden natürlich nicht alle auf einmal gebraucht, sondern je nachdem, welche Dokumentation in welchem Land zu welchem Produkt oder Kunden vertrieben werden soll. Der Katalog für einen Kunden in Thailand, der könnte nur spezifische Bilder, die für den Kunden in Thailand relevant oder repräsentativ sind, beinhalten. Der textliche und fotografische Inhalt, der weicht aber vom Umfang der Präsentation oder der Bildauswahl von der Publikation für einen US-Kunden zum Beispiel ab. Vielleicht setzt der amerikanische Kunde eine andere Technologie ein, vielleicht ein anderes Produkt, ja, er nutzt vielleicht dieses Produkt für unterschiedliche Märkte, für ein anderes Klientel als der thailändische Kunde. Und für jedes Land, jedes Produkt, jeden Kundenkreis, sogar jede Region liefert der Investitionsgüterhersteller unterschiedliche Inhalte, fotografisch wie textlich, um den Kunden spezifisch anzusprechen. Diese Prozesse allein, einen Mediengestalter durch einen Mediengestalter zu steuern oder zu lenken, das wäre viel zu aufwendig, viel zu teuer. Um die Produktion also kostengünstig und effizient steuern zu können, werden zunächst Datenbanken mit Bild- und Textinhalten benötigt. Eine Profilierungssoftware, die steuert spezifische Text- und Bildinhalte nach vorgegebenen Bedingungen. Sie erstellt PDFs, die dann an die digitalen Druckmaschinen gesendet werden. Der Workflow des variablen Datendrucks und der Buchstraße ist an das SAP-System des Investitionsgüterherstellers gekoppelt. Eine SAP-Steuerdatei entscheidet, was und in welcher Form und in welcher Sprache in Druck gehen und versendet werden soll. Und die Druckmaschine, die liest dann die Daten einfach aus und produziert seriell zusammengetragene Druckbögen in vollautomatischen Klebebindestraßen oder Fadenheftanlagen individuell. Und ein softwaregesteuertes System wiederum, das liest die Daten der produzierten Elemente, wie zum Beispiel den Buchblock und den Umschlag, dann aus und kontrolliert die Qualität. Sie kombiniert das individuell produzierte Produkt mit der richtigen Versandadresse aus dem SAP-Datenbestand. Und so können dann individualisierte Bücher, Kataloge, Broschüren mit einer großen Anzahl Einzelfotografien effizient und kostengünstig realisiert werden. Das bedeutet also, dass nicht nur die Bilderflut im Internet Einzug erhalten hat, sondern auch in der Druckindustrie. Der Versandhandel, der produziert bereits individualisierte Kataloge und Broschüren, deren Inhalte automatisiert basierend auf ihrer Einkaufshistorie basiert ist. Und dann darauf auch zusammengestellt wird. Die Entscheidung, welches Produkt für welchen Kunden geeignet scheint, wird dann durch einen softwareseitigen Algorithmus realisiert, der dann die Kundenprofile erstellt. Und somit erhält der Kunde nur Produktvorschläge zum Kauf, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er dafür eine Kaufentscheidung treffen könnte. Häufig werden dann beim Kauf Rabatte gewährt. Das ist Teil einer Geschäftsstrategie, die Voraussetzung für das Editorial Shopping. Und je länger die Einkaufshistorie, desto besser wird die Profilierung. Und für das Editorial Shopping ist eine große Anzahl von Produktfotografien notwendig, die in einer Datenbank hinterlegt sind und für den Warenshop oder den Webshop sowie für die Generierung eines Printmediums genutzt werden können. Um dann den Kauf, um dem Kunden dann die Kaufentscheidung zu ermöglichen, erstellt der Online-Händler zum Beispiel Postkarten als Teil einer One-to-One-Marketing-Strategie zur Verkaufsförderung. Ja, und dort wird dann die Kaufhistorie berücksichtigt, es wird dann dem Geschmack und den finanziellen Möglichkeiten des Kunden angepasst. Diese individualisierten und personalisierten Werbekarten, die werden an die Kunden per Post versendet. Der Kundenresponse ist um Vielfaches höher als vergleichbar individuell versandte digitale Werbebotschaften. Solche One-to-One-Karten, die werden erstellt, sobald der Kunde seinen Warenkorb nicht leert oder seit einiger Zeit keinen Kauf tätigte. Denn anders als bei den E-Mail-Werbungen
leert der Kunde seinen Postkasten in der Regel täglich und er benötigt durchschnittlich hier in Deutschland 20 Sekunden vom Postkasten bis zum Mülleimer. Jetzt spielen hochqualitative Produktfotografien eine tragende Rolle, um den Kunden in diesen 20 Sekunden zu überzeugen, eine schnelle Kaufentscheidung herbeizuführen. Und während der Kunde nun die Entscheidung treffen muss, entweder die Karte zu entsorgen oder zu behalten, beschäftigt er sich tatsächlich mit dem Produkt und das geschieht ein Vielfaches länger, als je bei Online-Werbung getan hätte. Und behält der Kunde dann die Karte, dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit sehr hoch. Durch die Wandlung des kommerziellen Printproduktes, ja, hin zu einer online-orientierten Geschäftswelt hat vor allem das Self-Publishing von Amateurfotografen dramatisch an Dynamik gewonnen. Der Workflow des variablen Datendrucks erzeugt eine ganz neue Buch- und Verlagssituation. Er ermöglicht nun Amateuren die Publikation ihrer Arbeiten zu Nulltarif. Klassische Verlage werden zunehmend von Online-Anbietern verdrängt, die die kostenneutrale Möglichkeit des Self-Publishings ganz neue individualisierte Buchprodukte anbieten. Also, der Bildautor erzeugt seine individuelle Datei, zum Beispiel mit Hilfe einer Software, die er online in einem Webshop wählt, produziert die druckfertige Datei und lädt sie dann auf dem Server des Verlegers hoch. Die Publikation wird im Webshop des Verlags angeboten, das kann Online-Verlag sein, und der Kunde kann dann der Endkunde das Produkt dann einfach bestellen. Und dass er dann aus der Version im Datenbestand dann produziert wird, und zwar nur dann, wenn es tatsächlich bestellt wurde. Die Lieferung dann an den Endkunden, die erfolgt in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden, sodass der Endkunde gar nicht weiß, dass das Produkt auf Bestellung speziell für sie oder ihn gefertigt wurde. Und diese versionierten Produkte aus den Datenbanken des Verlags, die können dann auch individuell angepasst und auf Kundenwunsch möglicherweise modifiziert werden. Das erledigt der Kunde dann Eigenregie mittels eines angebotenen Leistungskatalogs, der da vorliegt. Und das könnte zum Beispiel sein, dass Sie sich als Kunde sogar das Ende des Buchs auswählen können oder Ende der Geschichte. Ja. Einfach verschiedene Möglichkeiten. Gutes Ende, schlechtes Ende, wie auch immer. Gerne gebe ich Ihnen mal ein Beispiel anhand von YouTube oder Instagram Books. Diese Bücher gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. YouTuber Books, die werden in Deutschland in der Regel über einen Web-to-Print-Shop produziert. Manche Auflagen sind aber sogar so hoch, dass sie konventionell produziert werden können. Eine Auflage von bis zu 120.000 Büchern, ja, ist keine Seltenheit. Ja, Dan Brown hatte vielleicht erst die erste Auflage von 80.000. Diese Bücher, die leben von der Fotografie der YouTuber. Das sind vor allem Bilder, die in der Kommunikation des YouTubers verwendet werden. Sie muten zunächst dokumentarisch an, sind aber natürlich Fiktion, klar. Die Bilder folgen häufig einer Geschichte und sie variieren, wie in der Fotografie üblich, je nach Geschmack des Bildautors, je nach dem Stil der Geschichte, der Erzählperspektive oder sie orientieren sich an den Emotionen, an den Orten, an denen die Geschichte spielt. Sie dürfen hier nicht mehr die Frage nach der Autorität des Bildes oder gar des Inhaltes stellen, sondern nach dessen Funktion im Medienmix. Das Bild wird Teil eines Unterhaltungsmediums und das Buch wird zum Lifestyle-Artikel. YouTube- und Instagram-Bücher sind nicht die Rückbesinnung auf analoge Bücher, sondern ihre Einbeziehung. Kennen Sie die YouTuberin Mirinda Sings oder vielleicht Jojo Siva? Sie haben über 20 Millionen Follower. Ihre Foto- und Self-Help-Bücher, die sind sogar New York Times Bestseller in Millionenauflage mit eigenen Bildern. Und über eine vermutliche Relevanz des Bildinhalts, da brauchen Sie doch gar nicht mehr spekulieren. Aber wer sind eigentlich die Kunden von diesen YouTube- und Instagram-Books? Na, das sind die Followers natürlich, die Bücher online bestellen. Ihre Stars sind das. Ja, die Mirinda Sings und die Jojo Siva sind die Stars. Und die Kunden, Alter 12 bis 18 Jahre. Und die Preise liegen zwischen 5 und 35 Euro pro Buch, je nach Format, Umfang, Ausstattung. Das ist ein ganz neues Produkt. Und aus diesem neuen Produkt, dem YouTube-Book, hat sich eine neue Berufsgattung einfach so entwickelt. Booktuber, das sind YouTuber, die Bücher ihrer Fellow-YouTubers rezensieren. Und das geschieht alles locker, flockig, zum Teil bissig und zynisch, aber meistens witzig und originell im Internet. Ja, eine Verkaufsförderung ohnegleichen. Die Fortentwicklung kommerzieller Printprodukte als Fokusmedium für die Fotografie wird sich auf zwei wesentliche Bereiche konzentrieren. Dem Massen- und dem Premiummarkt. Und beide Märkte werden Workflow, Produkt und kostengetrieben sein. Ja, somit hat ja schon ein großer Online-Händler, den ich jetzt hier nicht nennen will, über 100 Inline-Konfigurationen aus der Kombination eines Klebebinders mit einem automatisierten Dreischneider zur Fertigung
individueller Soft- und Felsenkartbroschüren erfordert. Ziel dieser Großinvestition ist natürlich die allmähliche Übernahme der Verlagsbuchproduktion in ein Web-to-Print-Produkt. Und hinter mir, da sehen Sie so einen klassischen On-Demand-Workflow. Aber natürlich gilt die Investition ja nicht allein bestehender Verlagsprodukte, sondern vor allem neuen Produkten aus den sozialen Medien. Dabei spielt es eben keine Rolle, ob Bücher ausschließlich aus Fotografie, Text oder einem Mix aus beiden bestehen. Die Fotografie wird Teil eines Kommunikationskanons fiktiver Geschichten. Und wie ich Ihnen gezeigt habe, durch den Einsatz des variablen Datendrucks auf industriellen Digitaldruckmaschinen können Bücher individualisiert werden. Fotografische und textliche Inhalte können über eine Profilierungssoftware auf die Bedürfnisse, den Geschmack oder die inhaltliche Präferenz des Kunden angepasst werden. Fotografie wird somit zum individuellen Erlebnis. Bilder werden zu Geschichten, ob sie dokumentarisch sind, bleibt dem Betrachter überlassen. Die Subjektivierung von Printmedien hat erst begonnen. Die Interkonnektivität ist bereits ein wichtiger Bestandteil der Werbebotschaften, nämlich diese zu intensivieren und den Kunden in andere Produktformate zu locken. Und alle diese neuen Produkte, die können Teil eines transmedialen Erzählkanons werden. Dort ist die Fotografie natürlich fester Bestandteil. Hinter mir sehen Sie so eine Marke, Harry Potter. Das ist eine Marke. Ja, für diese transmedial erzählte Geschichte, da wird beispielsweise auf der Basis, kann Basis eines Buches sein, bestehend aus Fotografie natürlich, ja, und dem Text zusätzlich ein Film produziert werden, der dann das Interesse der Konsumenten weckt. Der Follower oder die Fans kaufen und lesen dann begleitend produzierte Comics, erwerben Videospiele, gehen ins Kino, streamen den Film zu Buch, laden die Bilder aus dem Internet runter oder kaufen sich das Making-of. Sie kaufen illustrierte Geschichten, Brettspiele, allerlei Merchandise. Sie tauschen sich auf Fanseiten im Internet über Inhalte aus. Das transmediale Erzählen ist die neue Strategie der Publishing-Industrie und zielt darauf ab, einen einmaligen Komplex aus narrativen Strukturen zu schaffen und dadurch die Rezeption zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Und das geschieht im Wesentlichen in der Kombination von Text, Bild und Film, interaktiv, individuell und jederzeit verfügbar. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ja, und schauen uns mal die Produktfotografie auf Verpackungen an. Da haben wir gar nicht drüber geredet. Ja, das ist ein riesiger Markt. Die Verpackung ist das wichtigste Marketing-Tool, wichtigste Markenbotschaft. Wir beobachten den zunehmenden Markt von smarten Verpackungen. Bei smarten Verpackungen unterscheiden wir zwischen aktiven Verpackungen und intelligenten Verpackungen. Ich erkläre Ihnen kurz, was aktive Verpackungen sind, auch wenn die jetzt mit Fotografie nichts zu tun haben. Aktive Verpackungen sind Verpackungen, die durch neue Funktionen mit dem Füllgut in Wechselwirkung treten und die Haltbarkeit und Qualität des Füllguts während der Lagerung verbessern. Also die Fotografie spielt hier keine Rolle. Anders ist das allerdings mit den intelligenten Verpackungen. Denn das sind Verpackungen, die einen Zusatznutzen aufweisen, der über die reine Verpackungsaufgabe hinausgeht. Die Intelligenz der Verpackung, die ergibt sich im Wesentlichen aus der Kommunikation mit der Außenwelt. Und das ist ein Bereich, in dem die Fotografie eine ganz bedeutende Rolle spielt. Vor allem beziehe ich mich hier auf Bilder, die mit Augmented Reality Elementen ausgestattet sind. Oft werden darunter Visualisierungen verstanden, die reale Bilder auf Smartphones oder Tablets virtuell ergänzen. Und diese Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Bereits realisiert wurden virtuelle Rundgänge, Gewinnspiele, virtuelle Themenwelten oder Bedienungsanleitungen, die beim Fotografieren oder Filmen des Produkts auf der Verpackung erscheinen. So könnte eine Produktfotografie mit einem unsichtbaren, aber maschinenlesbaren Code kombiniert werden, den nur Ihr Smartphone auslesen kann. Es öffnet sich sofort ein Fenster, dort sehen Sie das Produkt, das Sie jetzt um 360 Grad in jede Richtung drehen können. Sie können also sehen, wie das Produkt von hinten, von oben und von unten aussieht. Die Software greift auf die Bilddatenbank zurück, in der Hunderte und Hunderte von Einzelfotografien des Produkts in jeder Lage hinterlegt sind. Aber wie verbinden wir jetzt die Bilder in die Produktkommunikation? Ja, wie machen wir das Bild zu einem erweiterten Erlebnis? Wie geben wir dem Bild jetzt eine Stimme und verknüpfen damit Emotionen? Ich will euch das jetzt zeigen mal. Das ist ein Weinhersteller in Australien, der druckte 19 Personenporträts auf seine Weinflasche-Etiketten, vielleicht waren das auch alte Fotografien, 19 Bilder unterschiedlicher Verbrecher. Also waren die von England nach Australien geschickt wurden, ja, und jede dieser Flasche ziert eines ihrer Porträts. 19 Convicts. Jetzt nehmen Sie mal Ihr Smartphone, sehen sich die Bilder durch Ihr Gerät an und dann erwecken Sie die Bilder zum Leben. Die Personen auf den Flaschen beginnen, ihre Geschichten zu erzählen. Es geht um 19 historische Verbrechen. Jeder der Personen, die auf diesen Flaschen zu sehen ist, erzählt ihnen ihre ganz individuelle Geschichte und macht dann ihren Weingenuss zum spannenden Erlebnis. Das gucken wir uns jetzt an, da gibt es nämlich einen kleinen Film dazu.
that we have been nearly 9 years in this living tomb since our first arrest, and that it is impossible for mind or body to withstand the continual strain that is upon them. One or the other must give way. Some may call me traitor, others hero, but I call myself Michael Harrington, Finian brother, and part of the Fremantle Six. I was banished to Australia for crimes against the crown. They believed my story was over, but it was merely the beginning. Called me the informer. Well, forgive me for caring more about myself than the cause. For the sake of my children, I begged for mercy, but the judge showed me none. I was sentenced to 7 years, transported for stealing bacon, banished from my home. Ja, die Frage an Sie. Gibt es eine bessere Kombination der gedruckten Fotografie und Film mit dem Internet? Interkonnektivität, das Internet of Things, das wird der nächste Schritt sein, indem die gedruckte Fotografie mit dem Internet verschmilzt und damit fusionieren Emotionen, Kommunikation, Filme und Bilder in eine noch nie dagewesene Gesamtkomposition. Und ich habe es hier auch hingeschrieben, Sie sind zu jedem Zeitpunkt von allen Orten der Welt, zu jedem Punkt erreichbar. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und vielleicht können wir uns ein bisschen drüber unterhalten.